Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zu einer besonderen Ausgabe, denn hier an diesem Tisch haben heute zwei der schillerndsten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche Platz genommen. Conchita ist seit ihrem Song Contest-Sieg vor einem Jahr niemanden in Europa mehr Wurst. Die Frau mit Bart begeistert durch Klugheit, elegantes Auftreten und eine klare Botschaft für Gleichberechtigung und Akzeptanz. Der Rückblick auf das letzte Jahr liest sich wie ein Märchen. Sie hat Gratulationen von Elton John, Cher, Julio Iglesias und anderen entgegengenommen. Sie hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon getroffen, ist für Jean-Paul Gaultier gelaufen, wurde von Karl Lagerfeld fotografiert, hat vor dem EU-Parlament gesungen. Ja, was kommt denn da noch alles? Habe Kerkeling ist seit 30 Jahren Deutschlands vielseitigster TV-Entertainer mit einem Fuß im ernsten Fach und erfolgreicher Autor. Seine Bücher verkauften sich Millionen Male, viele seiner Sketche, Auftritte und Kunstfiguren wurden Kult. Unvergessener Auftritt als Königin Beatrix oder Horst Schlemmer. Der 50-Jährige ist bekennender Song Contest-Fan und trotz seiner selbst auferlegten TV-Abstinenz wollte er sich ein Treffen mit Conchita heute nicht entgehen lassen. Schön, dass du da bist, Habe. Herzlich willkommen, Conchita. Habe, was interessiert dich an dieser Frau oder vielleicht auch an dem Mann in Frauenkleidern? Was weißt du von ihr, über sie? Was haben dir die Medien, Freunde, Kollegen vermittelt? Also bevor Conchita im letzten Jahr grandios den ESC gewonnen hat, wusste ich so ein bisschen was. Aber in Deutschland hat man da nicht allzu viel gehört. Und dann kam eben dieser furiose Auftritt. Und auf der Bühne stand eine grandiose Künstlerin, die mich völlig sprachlos gemacht hat. Und ich saß wirklich, ich weiß gar nicht, doch vor Glück, weinend vor Glück vom Fernseher nach dem Auftritt, sowohl nach dem Halbfinale als auch dann beim Finale. Und habe mir gedacht, also wenn sie nicht gewinnt, dann glaube ich nicht mehr an diese Veranstaltung. Sie war die Beste. Mhm. Und dann ist dieser Traum wahr geworden. Aber du hast schon davor sie gepostet, auf sie aufmerksam gemacht? Ja, weil ich einfach das Lied vorher schon toll fand. Man wusste natürlich nicht, wie wird dieser Auftritt live vor Hunderten von Millionen von Menschen. Da können einem schon mal die Nerven durchgehen. Und auch wenn man 100-mal professionell arbeitet. Aber dieser Auftritt war dann wirklich atemberaubend. Mhm. Und insofern fasziniert mich die Künstlerin. Mhm. Conchita, du hast gesagt, ein Treffen mit Harpe, puh, das wär's. Warum? Wofür steht er? Was weißt du von ihm? Was interessiert dich an ihm? Na, zum einen, wir haben auch schon vorher kurz gesprochen. Mein Freundeskreis und ich, wir haben Nächte damit verbracht, all diese Kunstfiguren zu parodieren und haben die auch unseren Mitmenschen vorgetragen. Viele von denen wussten jetzt nicht, wo diese Gags herkommen und dachten, wir sind die lustigsten Kinder der ganzen Welt. Ich bin unfassbar, unfassbar verliebt. Es ist eine unfassbare Inspirationsquelle. Ich absorbiere alles, was ich über dich lesen, sehen, hören kann. Und habe kühn wie ich bin meinem Manager gesagt, ich will. Ich habe gesagt, ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn ich ihn kennenlernen dürfte und dass das heute geklappt hat. Mhm. Nochmal vielen Dank. Ich habe zu danken. Ah, zwei Menschen, die ineinander verliebt sind. Was soll das geben, die nächsten Stunden? Das soll es auf dieser Welt auch noch geben. Menschen, die man Liebe, mag. Liebe, Harmonie, und Barbara, Freude. Dich mögen wir auch. Ah, das finde ich aber jetzt sehr schön. Du weißt gar nicht, wie gut das tut jetzt. Conchita, habe ja den Auftritt angesprochen. Und du hast ihn wahrscheinlich im vergangenen Jahrhundert vielleicht gefühlte 1000 Male gesehen. Es war sowas, was man einen Magic Moment nennt und auch ein Jahr danach Gänsehaut. Wir schauen kurz rein. From the fading light of life, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were won, once I'm transformed, once I'm reborn, I rise up to the sky. Im Vorfeld hat es viel Kritik gegeben, sowohl in Österreich als auch aus dem Ausland. Und dann grandioser, furioser Sieg. Jetzt mit so viel Abstand, Conchita, wie präsent ist dieser Auftritt? Wie blickst du auf den? Ich habe den Auftritt tatsächlich wirklich hunderte Male gesehen. Manchmal mit Absicht, manchmal, weil ich eben bei vielen Fernsehshows eingeladen wurde und eben auch wie hier gespielt wurde.
Zuspieler da waren. Und ich habe keine Erinnerung aus meinen Augen. Also alles, was ich jetzt weiß über diesen Moment, habe ich mir künstlich durch eben diese Zuspieler und all diese Videos aufgebaut. Ich weiß, dass ich wahnsinnig glücklich war und es immer noch bin, aber wirklich fassen, was da passiert ist, das konnte ich in der Situation nicht. Es war ja auch, das Letzte, was man in dieser Situation macht, ist, dass man zu rechnen beginnt. Und plötzlich fiel dieser goldene Regen auf mich hernieder und ich dachte mir, nein, 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 das sind noch Länder ausständig, könnt ihr bitte aufhören damit? Also ich war wirklich vollkommen fixiert auf diese Tafel und habe immer noch bis zum letzten Land gedacht, nein, bitte, wenn da jetzt, nein, bitte, bitte. Also es war absurd, aber das weiß ich noch, aber ab diesem Zeitpunkt dann... Ja, ich bin froh, dass in das... In Trance, alles in Trance, ja. Wie ein Traum. Wo hast du es gesehen, Habe? Zu Hause, auf der Couch, nein, nein, ganz privat daheim mit der Familie und habe mich da schon auf einen tollen Fernsehabend eingerichtet, aber nicht auf ein historisches Ereignis. Mhm. Das hat mich dann vor dem Fernseher dann doch, sagen wir mal, überrascht, denn das war es. Es war in meinen Augen ein historisches Ereignis. Warum? Zunächst mal von der künstlerischen Performance her. Das ist ein Auftritt, da bin ich mir sicher, der wird in Erinnerung bleiben, ähnlich wie der Sieg von ABBA oder der Sieg von Céline Dion. Weil er künstlerisch einfach, dabei bleibe ich auch, so gut war, dass er da reingehört. Und andererseits, weil er natürlich für die Menschenrechte bedeutend war. Das aber eigentlich erst nachdem Conchita gewonnen hatte, wurde das auch noch klar. Also insofern in doppelter Bedeutung historisch. Es liegt nun ein Wahnsinnsjahr hinter dir, ein Jahr zum Schwindeligwerden. Haute Couture-Show von Jean-Paul Gaultier, Fotosession mit Karl Lagerfeld. Du hast vor dem EU-Parlament in Brüssel gesungen, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon getroffen, im Pariser Greasy Horse aufgetreten, einen Animationsfilm, eine Eule synchronisiert, für eine Bankwerbung gemacht, bei den Golden Globes in L.A., Ehrenbürgerin von Bad Mitterndorf, 3 Amadeus Award. Conchita, gibt es trotzdem die Angst vor so einem Moment, dass das alles ein Traum war und aus sein könnte? Das muss ich jetzt separieren. Die Angst, dass es ein Traum war, hatte ich einige Wochen danach. Dachte ich mir, wenn ich jetzt aufwache und das ist alles nicht wahr, dann würde ich wohl sehr, sehr traurig sein. Aber ich hab keine Angst, dass es das gewesen ist. Ich denke, ein Stück weit liegt es auch nur an einem selbst, ob es weitergeht oder nicht. Ich habe im Vorfeld gesagt und danach natürlich noch lauter, man kann den Song Contest gewinnen und es muss nichts passieren. Man muss hart arbeiten und das werde ich machen. Und ich glaube, dass in der Unterhaltungsbranche man sowieso immer, wie soll ich sagen, von sich selbst getrieben ist, einfach Menschen wieder neu zu entertainen und sich ein Stück weit auch neu zu erfinden, am Zeiger der Zeit zu bleiben. Ich denke, dass auch Madonna dieser Tage zu Hause sitzt und sich ihre Chartplatzierung des Albums vielleicht auch ein bisschen schöner gedacht hätte und die wohl in einem größeren Ausmaß, aber nicht weniger, darum zittert, wie es denn weitergehen wird. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Tür öffnen dürfen und ich arbeite sehr hart daran, dass ich nie wieder zurück muss. Aber einer der Momente, die ich jetzt vorgelesen habe, wo du sagst, boah, da wäre ich gern dabei gewesen. UN-Generalsekretär, Crazy Horse, ein Auftritt. Ich hätte gern dabei zugeguckt, aber nicht, dass ich selber gern erlebt hätte. Das passt zu Conchita, zu dieser Weltdiva. Und was, glaube ich, auch vielversprechend ist und was darauf hoffen lässt, dass das wirklich eine, man soll sowas nicht beschreien, aber dass das alles gut laufen wird bei Conchita. Ich habe mir ein paar Auftritte angeschaut, die du bei der BBC hattest. Das war einfach zum Niederknien gut. Das ist eben, aber gut. Ja. Du weißt das selber. Conchita, du bist ziemlich auf den Tag genau auf einem Jahr hier an diesem Tisch gesessen. Damals bist du dort gesessen. Und ich kann mich erinnern, das war eine heftige Zeit vor dem Song Contest. Da war viel los und natürlich die Anspannung davor, Interviews, Fototermine und. Und du hast damals und auch dann in der Zeit danach richtig viel um die Ohren gehabt. Aber zu jedem Moment, und das hat mich sehr fasziniert, gesagt, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist so geil. Es ist genau das, was ich wollte. Da war immer so viel Freude dabei. Gilt das nach diesem Jahr auch noch? Ja, nach wie vor. Also ich werde auch ständig gefragt, bist du nicht müde und wie machst du das? Und in dieser Situation, wie könnte ich da anders als voller Freude sein?
Ich mache so viele spannende Dinge und es ist tatsächlich jeder Tag wie Geburtstag oder Weihnachten, wenn ich ins Büro komme und dann sagt mir wieder irgendjemand von meinem wundervollen Team, wir haben diese Anfrage. Möchtest du das machen? Möchtest du diese? Und es ist einfach unfassbar. Wie könnte ich denn nicht? Ich bin so motiviert und freue mich einfach so, dass ich das machen darf und nehme das auch sehr, sehr ernst und nehme das auch mit einer großen Demut an. Mhm. Wonach entscheidest du? Ich habe gehört, 2000 Interviewanfragen liegen im Büro. Wird das abgearbeitet oder wonach entscheidest du, was du wahrnimmst und was nicht? Ganz viel Bauchgefühl. Einfach auch, ich habe im Vorfeld vor diesem Sieg viele, viele Dinge gemacht, um mich auch selbst auszuprobieren. Was passt zu der Figur, was passt zu mir? Und ich denke, dass auch der Weg zu sich selbst eine Lebensaufgabe ist. Aber ich habe vieles ausschließen können. Ich habe Reality-TV gemacht. Ich bin dafür absolut nicht geschaffen, weil ich viel zu langweilig bin. Und habe diesen Blog, dieses Genre für mich, gerade wenn es jetzt um Interviewanfragen geht, einfach komplett außen vor gelassen, weil ich das nicht bedienen kann, weil ich das nicht natürlich machen kann, ohne dass ich mich verstellen müsste. Und das Publikum kann man nicht belügen. Und somit ist es wirklich am Ende des Tages zu 90% eine Bauchentscheidung. Mhm. Aber was euch beide eint, wenn man eure Lebensläufe anschaut, ist dieser sehr frühe Wunsch, in Kindheitstagen berühmt zu werden. Conchita hat gesagt, man muss das wirklich wollen. Das passiert in den seltensten Fällen einfach so. Wann wolltest du es und was wolltest du? Ich wollte das sehr früh. Ich wollte das auch. Das ist tatsächlich vergleichbar. Da muss ich so 10, 11 Jahre alt gewesen sein. Da habe ich eine klare Vision davon gehabt, dass ich eines Tages eine Treppe hinunterkommen würde und sagen würde, guten Abend, liebe Zuschauer in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Das, viel stärker war die Vision auch nicht. Und das ist dann irgendwann tatsächlich wahr geworden. Und bis heute glaube ich daran, dass dieser starke Glauben, den ich als Kind hatte, mich getragen hat bis ins Erwachsenenalter und diesen Traum tatsächlich hat Wirklichkeit werden lassen. Deswegen kann ich so nachempfinden, wenn du sagst, jeder Moment ist schön, jeder Tag ist wie Geburtstag, ich genieße das. Mhm. Weil wenn man das so gewollt hat, dann erfüllt einen das auch. Mhm. Warum ich das beispielsweise gewollt habe, da habe ich bis heute keine wirkliche Erklärung für. Hast du eine Erklärung für dich dafür, warum du das wolltest? Nein, ich sage im Nachhinein immer gerne, ich habe mir mein Leben immer als Musical vorgestellt. Super, ja. Das hat er schon. Wenn ich gut formuliert hätte, was ich hätte sagen wollen, hätte ich das gesagt. Ja, es war tatsächlich so. Also ich bin auch bis heute himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und brauche auch für alles Musik. Also ich kann mich wahnsinnig gut freuen und das zelebriere ich auch für mich alleine. Und auch wenn ich traurig bin, dann kommt eben Barbara Streisand und dann sitze ich am verregneten Fenster und starre in die Ferne. Das genieße ich und das zelebriere ich auch. Und das habe ich immer schon gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass man das auch hauptberuflich machen kann. Und dann, das ist ein toller Moment, oder? Ja. Wenn man denkt, hey, das ist ein Beruf. Du, und fühlt sich das Berühmtsein in allen Facetten so an, wie du das als Kind erträumt hast? Oder gibt es jetzt Sachen, wo du sagst, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es mal lassen? Fühlt sich das so an, wie ich mir das gedacht habe? Wenn man durch den Supermarkt läuft, kann schon mal passieren, dass einem jemand so von hinten auf die Schulter schlägt und sagt, hoppe! Geil. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Mhm. Ich hatte mir eher vorgestellt, dass Leute sagen, Herr Kerkeling, das ist sehr schön, was Sie machen. Aber das andere ist auch nett. Wie viele Selfies hast du im letzten Jahr gemacht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich liebe es, Selfies zu machen. Mhm. Es hat einen ganz simplen Grund. Ich kann kontrollieren, wie ich aussehe. Mhm. Und deswegen bin ich da auch. Aber natürlich werden auch andere Fotos gemacht. Und es ist immer total nett, wenn sie dann sagen, sie das irgendwie, ich so, wie viele Fotos von mir gibt, die ich nicht abgesegnet habe, alles ist in Ordnung. Wenn sie sich gefallen, großartig. Der Song Contest 2015 ist dank Conchita in Wien. 23. Mai, Stadthalle, Building Bridges, das Motto der ganzen Show. Conchita wird im Green Room moderieren. Habe, wäre der Song Contest eine Bühne für dich? Als Moderator, du sprichst 5 Sprachen oder als Sänger mit einem Auftritt, ist das noch, war das je ein Thema für dich? Ja, also vor 10, 15 Jahren hätte das ein Thema für mich sein können. Aber jetzt bin ich da aus der Zielgruppe, bin ich raus. Nein.
Das ist kein. Ich habe das gerne parodiert. Mhm. Ich habe das geliebt, auf den Arm zu nehmen, aber es dann wirklich zu moderieren. Nein, das muss nicht sein. Für deine Sendung Total Normal hast du in den 80ern das Voting, die Punktevergabe parodiert. Und ja. Da sehen wir einen ganz kurzen Ausschnitt. Ich rufe die nächste Jury, ich rufe Wien. Küss die Hand. Und hier sind die Ergebnisse der österreichischen Jury. Großbritannien, 12 Punkte, bitte. England, 12 Points. Deutschland, na ja, da machen wir es wie immer. Was heißt denn wie immer, bitte? Na ja, wie immer heute. Nix. Ja, ich rufe die letzte Jury. In München, auf geht's, Burm, eure Punkte. No points for anybody. Keinen einzigen Punkt für so einen Schmarrn. Conchita, du wirst im Green Room sein. 13 mal 12 Punkte hast du bekommen. Ja. Das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Diese Punktevergabe, wie fühlt es sich an? Erzähl uns diesen besonderen Moment der Spannung. Nicht schön, um ehrlich zu sein. Gar nicht schön. Weil als ich dann das erste Mal im Ranking auf Platz 1 war, habe ich zu allem meinem Team gesagt, holt jetzt eure Handys raus und fotografiert das, weil das wird erstens schnell wieder weg sein und zweitens ist das über 40 Jahre nicht der Fall gewesen, dass Österreich tatsächlich da mal auf der 1 steht. Dann beliebt das, denke ich. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich dann noch mal zurückgefallen bin. Aber es ist egal. Es war immer wieder von Neuem bei jedem Land diese Aufregung. Mhm. Okay, was ist, wenn ich keine Punkte bekomme? Was ist, wenn ich keine Punkte bekomme? Weiß ich nicht, warum man das denkt. Man hat irgendwie so Angst davor. Ist ein bisschen wie auf der Schlachtbank, oder? Ja, und das aber wirklich im Sekundentakt eigentlich, weil diese Blöcke ja so sehr kurz sind. Und dann kommt das Ganze noch mal von vorne. Und das ist natürlich schon ein ja, 12 Punkte, das nächste Land. Mhm. Und so irgendwie hat sich das angefühlt. Du hast gesagt, war denn dein Favorit? Das würde mich mal interessieren. Abgesehen davon, dass du natürlich gehofft hast, dass du gewinnst. Aber was hättest du gedacht, wer hätte noch siegen können? Es hat mir auch wieder gezeigt, dass ich keinen Mainstream-Geschmack habe. Ich sah Ruth Lorenzo wahnsinnig weit vorne, weil ich diese Ballade Dancing in the Rain. Was war das, Spanien? Genau, Spanien. Ja, wahnsinnig schön fand. Undo, die Schwedin, die wurde dann auch Dritte, die war ganz, ganz groß im Kurs. Ich muss sagen, ich werde wohl in meinem Leben keine A&R-Managerin, weil Calm After the Storm hatte ich nicht gedacht, dass das dann so durch die Decke geht, aber ich liebe auch die Nummer von also da sind die Song Contest Spezialisten unter sich. Du hast es gerade gesagt, 40 Jahre lang war nicht, dass Österreich auf Platz 1 war. Es gab es ja schon mal, bekanntlich in den 60ern, Udo Jürgens mit Merci Cherie, der ja dann zeitlebens eigentlich immer wieder dieses Image des Song Contest-Siegers, des ewig einzigen österreichischen Song Contest-Siegers, loswerden wollte. Mhm. Es war ja angedacht, dass er beim Song Contest 2015 eine Rolle spielen soll, gemeinsam mit dir. Leider wird das nicht mehr passieren. Bisher fehlt er. Hat er dir gratuliert? Habt ihr euch getroffen, kennengelernt? Leider hatte ich nicht die Ehre, ihn kennenzulernen. Ich hatte auch kein einziges Mal persönlichen Kontakt, ob das nun Schriftverkehr oder irgendwie. Ich habe nur einmal ein Interview gesehen, wo er gemeint hätte, dass er mir gratuliert. Das hat mich wahnsinnig berührt und gefreut. Ich hätte unwahrscheinlich gerne mit ihm auf einer Bühne gestanden. Aber leider kam es nicht dazu. Mhm. Udo Jürgens hat in deiner Karriere auch eine Rolle gespielt. Ihr habt euch beruflich mehrmals getroffen, klarerweise. Ja. Aber auch in einer sehr speziellen Situation, nämlich nach deinem Zwangsouting damals durch Rosa von Braunheim. War es, glaube ich, bei der Bambi-Verleihung, Goldene Kamera, irgendeine Verleihung? Die Bambi-Verleihung war am Tag des Outings durch Rosa von Braunheim. Rosa von Braunheim ist, weiß nicht, ob man das so in Österreich weiß, ein Aktivist in Deutschland, der dafür gesorgt hat, dass die Homosexuellen eine Lobby gefunden haben oder einen Platz bekommen haben im Fernsehen, dass einfach auch mal darüber gesprochen wurde. Mhm. Und an dem Tag wurde ich von ihm geoutet, sprich, es stand in der Zeitung, H.P. Kerkeling ist schwul. An dem Tag bekam ich nun meinen ersten Bambi. Und das war ein bisschen Spießrutenlaufen in Wiesbaden, weil ich merkte, dass viele Kollegen so Kontakt mit mir gemieden haben und brauche ich das jetzt, wie ich dem die Hand gebe, muss da ein Foto mit dem entstehen und da kam durch die Menge Udo Jürgens so auf mich zu und hat gesagt, komm, stell dich neben mich, mach mal schön ein paar Fotos, das nehmen wir mal alles nicht so ernst und schaff das, ziehst du jetzt durch. Dann stand ich auf der Bühne, bekam den Bambi
Und das werde ich nie vergessen, wenn er mich so richtig fest angesehen hat, so nach dem Motto, stehen wir drüber, ziehen wir durch. Interessiert uns nicht, lass die alle reden. Das habe ich ihm nie vergessen, ja. Die große Sympathie, Verliebtheit, die ihr füreinander empfindet, habt ihr am Anfang dieser Sendung, also ich mache es jetzt zu einer Verliebtheit einfach mal, ja, damit wir ein bisschen Gerüchte in die Welt setzen können. Bitte. Welche Rolle spielt ihr, dass ihr beide schwul seid? Also wodurch erklärt sich eigentlich auch diese große Solidarität, die es einfach in der Gay-Community gibt? Die große Nähe, ist das auch ein gemeinsames Gewordensein? Einfach einmal gemeinsam diesen inneren und äußeren Druck erlebt zu haben? Oder warum gibt es diese große Solidarität in dieser Szene? Conchita, wie siehst du das? Also ich glaube, dass das auch ein bisschen verromantisiert wird. Glaube ich also auch. Ich bin ja auch eine große Verfechterin davon, dass eine sexuelle Orientierung noch lang keinen Charakter schmiedet. Somit, ich glaube, dass eine gewisse Zusammengehörigkeit besteht und dass die auch so laut ist, liegt wohl daran, dass es nach wie vor eine Minderheit ist und die müssen eben ein bisschen lauter schreien als viele andere. Aber ob der Solidarität, also ich hab Kritik bekommen von allen sexuellen Richtungen, wenn man so möchte, sexuellen Orientierungen. Von daher weiß ich nicht, also ich suche mir die Menschen, oder wie soll ich sagen, ich bekomme nicht die Sympathie für jemanden aufgrund deren Sexualität. Du, beziehungsweise dein alter Ego Tom Neuwirth, hat sich nach oder in dieser ganzen Starmania-Geschichte, also als du zur öffentlichen Person wurdest, geoutet, in einer Situation, du kommst vom Land aus Bad Mitterndorf, da ist das einfach heute auch noch ein großes Tabu, sich als junger Mann zu outen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen heute jetzt auch so geht. Hilft denen jetzt Conchita? Oder ist es eine fast noch größere Bürde, wenn die jetzt in deiner Situation sind? Bekommst du da viele Briefe, viele Mails? Also in Zeiten von Social Media ist man natürlich wahnsinnig schnell mit Informationsaustausch und Meinungen. Ich würde mir nicht andreisten zu sagen, dass ich irgendwie irgendjemandem helfe. Es ist überwältigend, dass ich doch für einige Menschen in irgendeiner Form eine Inspiration darstelle. Aber es ist für mich nicht wirklich zu verstehen, weil am Ende des Tages bin das ja nur ich. Und das ist ja nur meine subjektive Wahrheit. Und die ist noch lange nicht das Rezept für, wie man es machen sollte. Und deswegen, ich bekomme Briefe von Menschen, die mir in irgendeiner Art und Weise dankbar sind, weil sie durch diesen Sieg auch im Speziellen den Mut gefasst haben oder motiviert wurden, zu sagen, gut, ich baue mir mein Leben jetzt so, wie es mir gefällt. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch nach wie vor viele, viele, die mir ihre ungefragte Meinung gerne mitteilen. Und, Hast du dir je die Frage gestellt, was wäre gewesen, wäre ich nicht geoutet worden? Dann hätte ich es vermutlich selber irgendwann getan, weil das Sinn gemacht hätte. Aber Conchita ist für mich, nach dem, was du jetzt auch gesagt hast, der lebende Beweis dafür, dass jemand, der in eine Kunstfigur schlüpft, sehr genau wissen muss, wer er denn selber ist und was ihn so ausmacht und wofür er steht. Und ich glaube, dass es das ist, was die Menschen auch spüren und fasziniert, dass da ein Mensch steht, der sich gefunden hat, der weiß, wer er ist und insofern auch nichts Falsches sagt. Und das ist das, was Menschen anspricht und eben auch in der Gay-Community wahrscheinlich so gut ankommt. Ich hätte da eine Frage, weil ich unlängst ein Gespräch hatte. Ich habe auch viele Freunde, die Drag machen und viele und auch ich eingeschlossen. Wir sagen nach einer gewissen Zeit, wo wir das regelmäßig machen, dass uns unsere Kunstfiguren ein Stück weit mehr über uns selbst gezeigt haben und uns selbst näher gebracht haben. Würdest du das unterschreiben? Absolut. Also wenn ich habe das jetzt nicht so praktiziert wie du, aber Uschi Blum war auch so eine Kunstfigur, die ich gespielt habe. Und da habe ich sehr viel über mich gelernt. Also meine Grenzen neu gesetzt, wie tolerant bin ich, was vertrage ich wirklich, wo spiele ich nur Toleranz. Das habe ich über die Kunstfigur dann tatsächlich besser gelernt und erfahren, ja. Apropos Toleranz und wo stehen wir wirklich. Das Profil hat dich letztes Jahr neben Wladimir Putin zum Mensch des Jahres 2014 gekürt. Es hieß da in der Begründung, Conchita ist keine Politikerin und keine Heilige, aber sie ist zu einem Symbol geworden dafür, dass Toleranz unter gewissen Umständen mehrheitsfähig ist. Ist sie das tatsächlich? Glaubst du tatsächlich, dass wir heute woanders stehen als vor einem Jahr? Oder hat sich da nicht sehr viel Pseudotoleranz drunter gemischt? Also absolut. Also ich bin davon überzeugt, dass sich viele Menschen die gespielte Toleranz ans Revier geheftet haben.
aber die nehme ich auch, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn sie sich in der Öffentlichkeit... Und ich finde auch, dass das Wort Toleranz wirklich ein bisschen überstrapaziert wird. Weil ich habe das unlängst auch mal gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber ich will ja nicht, dass ich toleriert werde. Ich will ja nicht, dass man sagt, ach komm, ist in Ordnung. Nein, ich will akzeptiert werden, so wie ich bin. Und das wollen wir alle am Ende des Tages. Und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele Menschen, dass egal, welche Einstellung man hat, ob man nun konservativ ist oder liberaler denkt, am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche. Und das vergessen sehr, sehr viele, dass egal, welche Einstellung ich habe, ich möchte respektiert werden. Und ich glaube, das muss man auch, man muss auch respektvoll sein. Und das wird irgendwie oft in Vergessenheit, das gerät oft in Vergessenheit. Wo ich nun zu dem Punkt komme, dass es schon immer stetig besser wird, aber an dem Punkt, wo wir uns keine Gedanken mehr darum machen müssen, muss ich mich outen oder nicht? Oder ist meine Hautfarbe vielleicht irgendwie in dieser Umgebung eine Hürde, die ich zu überwinden habe? Solange wir das nicht erreicht haben, sind wir meines Erachtens nicht in einer Gesellschaft, wo ich über absolute Gleichstellung und respektvolles Verhalten reden. Habe, wo stehen wir? In Deutschland gibt es bekanntlich eine Frau als Bundeskanzlerin, möglicherweise in Amerika bald mal eine Frau als Präsidentin. Wäre ein schwuler Kanzler, ein schwuler Präsident, eine Lesbe an der Spitze denkbar? Selbst Frauen sind ja auch in Deutschland nicht gleichberechtigt. Sie verdienen immer noch weniger als in der Regel Männer. Ich glaube schon, dass ein Schwuler denkbar ist, sowohl als Kanzler als auch in anderen Funktionen. Aber es ist tatsächlich, du hast das, glaube ich, mal gesagt, das ist gar keine politische Frage, diese Toleranz, dieses Wort kann ich auch nicht mehr hören, sondern es geht um Gleichberechtigung. Alle Menschen sind gleich und sind von ihrem Schöpfer, das ist jetzt meine Überzeugung, mit den gleichen Rechten ausgestattet. Und es kann auch keine Mehrheit einzelnen Individuen diese Rechte nehmen. Wir leben aber immer noch in Deutschland, in Österreich eben auch, in einer Situation, wo Individuen ihr Recht genommen wird. Denen wird gesagt, nein, du darfst das nicht. Eigentlich ohne tatsächliche Begründung. Was ist die Begründung dafür? Und das ist bedauerlich. Und ich hoffe, dass man in 100 Jahren sich daran erinnern wird und sagen wird, ja, das war noch mal eine große Bürgerrechtsbewegung, die dafür gesorgt hat, dass wirklich alle Menschen gleich sind. Da bin ich vielleicht ein Idealist oder Romantiker, aber wenn wir daran nicht mehr glauben, woran glauben wir denn dann? Du schreibst in deinem Buch, ich bin nicht schwul, sondern seit ich denken kann, denke ich schwul. Was heißt das? Wenn ich das so genau wüsste. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man heterosexuell ist. Ich könnte so tun, als ob, aber ich weiß nicht, wie es ist. Deswegen denke ich schwul. Und zum Schwuldenken gehört für mich zum Beispiel auch, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man Conchita Wurst als Provokation verstehen kann. Ein bildhübscher Mensch, eine bildhübsche Frau, ein bildhübscher Mann gleichzeitig. Ich glaube, das macht Menschen Angst, die damit nicht umgehen können. Das macht dann auf einmal Angst. Mir macht das keine Angst und ich verstehe nicht, warum es anderen Menschen Angst macht. Apropos, nach dem Sieg haben dich alle geliebt, auch viele, die dich vorher kritisiert haben. Aber es war ganz interessant bei den Gratulationen, auch unter Politikern, haben einige Conchita Wurst gratuliert. Und dann gab es doch auch einige, eher aus dem konservativen Lager, die ganz dezidiert Tom Neuwirth zum Sieg gratuliert haben. Ich denke, du hast diese klare Botschaft, ist bei dir angekommen, oder wie hast du das wahrgenommen? Natürlich ist diese Botschaft bei mir angekommen. Ich habe mich in erster Linie darüber gefreut und in zweiter Linie habe ich mir gedacht, wie viel Überwindung das gekostet hat, dieses nette Statement zu formulieren. Aber überwiegend nehme ich das gerne so an. Ich wurde in einer italienischen Hauptabendsendung einmal von dem Moderator als Tom angesprochen. Und ich habe das aber im Applaus und in diesem ganzen Setting gar nicht wirklich wahrgenommen. Und erst danach, weil ich das immer mache, meine Auftritte ansehe und analysiere, gemerkt, dass er Tom gesagt hat. Und das wurde auch von den italienischen Fans im Speziellen sehr, sehr hart kritisiert. Und er hat sich dann auch bei mir entschuldigt, worauf ich nicht bestanden hätte. Aber es ist schon wirklich etwas, und das muss ich ehrlich gestehen, das kränkt mich, weil wir Drag-Künstler oder Künstler an sich, die eine Kunstfigur erschaffen, wir machen uns da wirklich große Überlegungen und perfektionieren die. Und das Simpelste, um uns Respekt zu zollen, ist,
uns mit dem Namen anzusprechen, den wir uns selbst gegeben haben und uns so zu sehen, wie wir diese Figuren eben erschaffen. Wobei man sagen muss, also am Anfang der Kunstfigur Conchita war die Biografie sehr präsent. Die Mutter aus dem kolumbianischen Hochland, die den deutschen Theaterdirektor geheiratet hat und, und. Ich habe das Gefühl, die wurde verloren oder hat sich so ein bisschen verbröselt, diese Biografie. Es scheint so, als würde sich Conchita, seit sie erfolgreich ist, für ihre Herkunft genieren. Da schließe ich da an, wo ich vorher aufgehört habe. Ich habe zu Beginn und selbst als ich dachte, und jetzt bin ich so, wie ich immer sein wollte und lass mich von niemandem verbiegen, habe ich, um ganz ehrlich zu sein, trotzdem gedacht, gut, jetzt bist du eine Drag Queen und Drag Queen haben gewisse Erwartungshaltungen zu erfüllen. Mhm. Ich habe Conchita viel, viel lauter konzipiert. Sie war unfassbar nervig. Hatte eben dieses Märchen rund um ihre Herkunft. Und am Anfang war das auch noch ganz lustig zu sagen, ich weiß nicht, von welchem Herrn Neuwirth Sie da sprechen. Also ist mir vollkommen fremd, ich kenne den auch nicht. Das war zu Beginn lustig, habe aber auf diesem Weg einfach auch gemerkt, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht so laut und wie soll ich sagen, outgoing, wie ich vielleicht oft gerne wäre. Aber diese Art von Humor oder so, das hat einfach auch nicht gefruchtet und war dann am Ende des Tages mühsam. Verstehe ich, wenn ich mir heute die Bilder von damals ansehe. Und in diesem Prozess eigentlich eine Kunstfigur zu sein, schließe ich wieder daran an, dass ich immer mehr und mehr wusste, was ich wirklich will und was ich nicht möchte. Oder was ich kann und was ich nicht kann. Und deswegen gibt es diese kolumbianische Geschichte schon noch in meinem Kopf. Aber ich habe sie nicht weiter vertieft. Ja. Mhm. Lassen Sie uns über eine Beobachtung von mir reden. Ich habe das Gefühl, dass also neben der Gay-Community, über die wir gesprochen haben, vor allem ältere Damen wahnsinnig auf Conchita abfahren. Also älter, das, was man 50 plus nennt. Ja, also Damen im besten Alter. Können Sie das verstehen oder erklären? Also zunächst mal ist das ein gutes Zeichen, wenn das so ist. Weil das ist die Gesellschaftsschicht, sagen wir mal, die meinungsbildend und meinungsmachend ist. Und ich glaube daran, dass Frauen in einer Gesellschaft grundsätzlich eher meinungsbildend sind. Also insofern ist das für mich eher ein gutes Zeichen. Und es spricht auch dafür, dass diese Damen offensichtlich, dass da so ein mütterliches Gefühl ist, was Conchita auslöst. Aber wohl nicht nur. Haben Sie eine Idee, Conchita, womit das zusammenhängen mag? Auch mit deinem äußeren Erscheinungsbild vielleicht? Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, das ist auch eine Art von Reflexion. Weil ich mich immer sehr angezogen fühle von älteren Frauen. Ich liebe sie alle, wie sie heißen, Celine Dion, Barbara Streisand, Carmen de Lordifice, das älteste Topmodel der Welt. Das ist für mich so eine Inspiration und ich glaube, dass auch ein Stück weit mit der Emanzipation an sich zu tun hat, weil diese Frauen, all diese Biografien davon geprägt sind, dass sie sich gerade in einer männerdominierten Welt durchgesetzt haben. Und ich glaube, dass das schon auch irgendwie ein bisschen reflektiert. Also ich kenne mich und wäre ein Raum voller Menschen, ich würde mich doch auf irgendeine natürliche Art und Weise wohl zur ältesten Frau hinbegeben und wir hätten wahrscheinlich den köstlichsten Abend überhaupt. Aha. Es gehört zur Kunstfigur Conchita Wurst ein extrem aufwendiges Styling und da hast du ja wirklich in diesem Jahr eine ganz große Bandbreite gezeigt an Designs und Looks und herumgespielt auch mit diesem Thema. Alles immer geeint von einer enormen Leidensfähigkeit. Also immer die höchsten High Heels, die engsten Corsagen, die längsten Wimpern. Ist das immer, wieso diese Leidensfähigkeit? Tut's nicht richtig weh schon manchmal? Na, das ist ja auch, das wird ja auch total verromantisiert und das mache ich auch, seit ich klein bin. Also warum berührt die Geschichte einer Kaiserin Elisabeth so viele Millionen Menschen? Und warum hört man am liebsten, wie sie weint, wenn ihr die Haare ausfallen oder das Mieder noch enger geschnitten? Weil es einfach eine romantische Vorstellung ist, mit Hang zur Morbidität und ich liebe Melancholie sowieso. Und ich glaube deswegen mache ich das auch, weil mich das ein Stück weit
auch erfüllt, weil es mich in irgendeiner Weise auch in ein, sprichwörtlich, in ein Korsett presst, wo ich weiß, wie viel Bewegungsspielraum habe ich, wie sitze ich da, wie präsentiere ich mich. Am Ende des Tages ist das ja alles wahnsinnig egoistisch, weil ich mache das in erster Linie, um mich zu unterhalten. Und wenn ich mir dann Videos von mir ansehe, dann freut mich das natürlich, wenn ich aufrecht sitze und wenn meine Haare schön sind. Und banale Dinge. Aber die High Heels tun doch einfach irgendwann weh. Ja, aber sie sind, je höher sie sind, desto toller sehen sie aus. Aha. Ganz simpel. Aber es fruchtet. Ich war in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, im Urlaub in Südafrika. Und dann saßen wir mit Südafrikanern zusammen und das Thema kam auf europäische Monarchien. Welche europäischen Monarchien den Südafrikanern so bekannt sind. Da kam dann England, da kam Dänemark, da kam auch Holland. Und dann meinte eine ältere Dame, Österreich. Österreich ist doch jetzt auch wieder eine Monarchie. Wir haben doch jetzt eine Kaiserin. Also. Ist für Sie, Conchita, für dich ein schöner Körper, ein schlanker Körper? Auch dazu gibt es, nein. Also Schönheit hat für mich kein Etikett und keine Altersgrenze und keine Kleidergröße, überhaupt nicht. Für mich persönlich, ja. Ich habe, bevor ich angefangen habe, Travestie-Drag irgendwie regelmäßig zu machen, immer daran gearbeitet, Gewicht zuzunehmen, zu trainieren. Ich wollte einfach ein Plakatmodel werden. Und es hat nie wirklich funktioniert, weil ich bin, danke, mit wahnsinnig guten Genen ausgestattet, dass mir das Zunehmen quasi nicht gelingen will. Ich weiß, an dieser Stelle kommt oft, du bist ja 26 Jahre alt, aber dann gucke ich meine Großmutter, meine Mutter an. Also so. Und ich war wirklich, als ich so 18, 19 war, wirklich frustriert, dass das einfach nicht weiterging. Und als ich dann angefangen habe, Conchita zu sein, habe ich mir gedacht, oh, das sieht aber eigentlich ganz toll aus. Und das ist auch wieder so ein Stück weit, wo ich mich mit meinem Körper versöhnt habe. Lassen Sie uns kurz über Erwachsenengrößen reden. Und ich darf Sie das fragen. Ich darf nicht das fragen, weil ich so wie du schon unterschiedliche Gewichtsklassen durchlaufen habe. Was tut Kleidergröße 32, 34 mit dir? Vor allem weh. Ich würde da nicht reinpassen. Fasziniert dich das oder macht dich das verzweifelt? Also auch dieses, wenn du die Taille siehst. Ich finde das großartig zu sehen, aber dass ich jetzt den Wunsch hätte, so eine Taille zu haben. Nein, nicht. Ich finde es wunderbar zu sehen, aber den Wunsch habe ich nicht. Aber macht dir das noch Stress, das Gewicht oder all das? Sagen wir mal so, es macht mir manchmal Kummer, aber Stress macht es mir keinen mehr. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich so auf lange Sicht noch ein paar Kilo abnehme, aber ich werde mich da nicht quälen. Mhm. Gab es Zeiten, wo du dich gequält hast dafür? Ja, und es war sinnlos, wie man sieht. Und deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Mhm. Also Genuss ist angesagt. Nein, nicht Genuss. Ich lebe schon sehr, sagen wir mal, relativ vernünftig. Sonst würde ich noch anders aussehen. Also das ist schon die gezügelte Variante. Mhm. Genießt Conchita oder kannst du dich auch mal gehen lassen? Ich genieße eigentlich ständig. Also ich. Du kasteist dich nicht für die Taille? Nein. Weil ich esse alles, worauf ich Lust habe und das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Oh Gott, ich will das gar nicht hören. Will man das hören? Ich esse alles, was ich will. Ja, die Welt ist ungerecht. Das ist einfach so. Naja, oder auch nicht, wer weiß. Wer weiß. Du hast vorher gesagt, es sind natürlich auch die Gene. Ja. Deine Mama und auch deine Oma haben extrem kleine Kleidergrößen. Und auch das eint euch, dass die Omas in eurem Leben eine ganz große Rolle spielen. Conchita, welche? Meine Großmutter war wohl die erste Diva, die ich je bewundert habe. Bis zum heutigen Tage, weil meine Oma ist eigentlich ein Star. Also auf jeden Fall in ihrem System, davon bin ich überzeugt und das gebührt ihr auch, weil sie ist ein Star. Aber meine Oma war immer schon sehr für das Verhältnis, aus dem sie gekommen ist, immer sehr modern und sehr daran interessiert, Neues zu erleben. Meine Großmutter ist in Portugal aufgewachsen, weil nach dem Krieg nicht genug Geld war, um alle Kinder großzuziehen und zu die sogenannten Ferienkinder. Und damals wurde aus einem kurzen Zeitraum dann irgendwie doch 4, 5 Jahre. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die an einem Hafen groß werden, einfach an Neuem, nichts Neues mehr sehen, weil sie durch
durch diese Tatsache, dass da ganz, ganz viele verschiedene Kulturen ständig durchgemischt werden und man sich austauscht, dass einfach so eine Normalität wird und man sich täglich eigentlich auf etwas Neues einlässt und das auch mit Freude empfängt. Und so hat meine, bin ich davon überzeugt, meine Großmutter einfach auch im Speziellen meinen Vater erzogen. Und das ist in unserer Familie einfach gang und gäbe, dass heftig diskutiert wird, aber immer sehr respektvoll. Und am Ende des Tages ist es eh Wurst. Mhm. Aber erzähl uns von deiner Großmutter. Ich hatte zwei Großmütter. Die eine Großmutter war tatsächlich ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, die hat sich auch für einen großen Star gehalten, um nicht zu sagen, irgendwie auch geglaubt, sie ist eine verkappte Königin. Weil meine Großmutter hat, da war ich so 5, 6 Jahre alt, sich einen Fiaker zugelegt und hat sich mit diesem Fiaker durch von ihrem Mann, der auf dem Kutschbock saß, da vorne waren die beiden Pferde, Mandarin und Don, hat sie sich durch die Stadt fahren lassen. Daneben saß ich und dann hat sie mit einem weißen Spitzen Taschentuch den Schaulustigen im Ruhrgebiet zugewunken, die es natürlich eine Sensation fanden, dass meine Oma mit einem Fiaker durch die Gegend gefahren ist. Wenn ich das heute erzähle, denke ich, das ist doch gelogen. Ist es nicht, es ist mir so passiert. Mhm. Und die andere Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, nach dem Selbstmord meiner Mutter, meine Großmutter Bertha, war Österreicherin. Und insofern bin ich wie ein holperter Österreicher aufgewachsen, mit Marillenknödeln und Bovideldatschkan und allem, was dazugehört. Die war sehr bescheiden, sehr zurückhaltend und hat so ihre ganze Hoffnung oder ihre Extrovertiertheit, die sie vermutlich hatte, aber nie gezeigt hat, in mich hineingelegt. Mhm. Halber der Österreicher, du hast dich am Beginn oder eigentlich vor Beginn deiner Karriere auch beim ORF damals beworben. Natürlich, ich habe mich auch beim ORF, ich habe mich auch beim DDR-Fernsehen beworben. Es hat dann aber geklappt beim Westdeutschen Rundfunk. Aha. Aber ich habe mich auch beim ORF beworben. Es gab sogar einen Piloten, der hier gedreht wurde. Vielleicht kramt ihr den mal irgendwann wieder aus. Wir werden suchen, was es da noch zu suchen gibt. Aber das heißt, ein spätes Outing erkenne ich, dass deine Parodie der Königin Beatrix eigentlich die Oma war, die so gespielt hat? Eigentlich war das die Oma, ja. Ich habe mich da in dem Moment auch an meine Großmutter erinnert und habe gedacht, Haltung bewahren. Ob die Leute johlen, klatschen, schreien, irgendwas hinterherrufen. Stoisch winken und lächeln. Immer lächeln. Das wurde ein absoluter Klassiker und auch in den dürfen wir ganz kurz reinschauen. Ah. Aber man muss aufpassen, sonst kriegst du einen Winkarm. Ja, wenn man so winkt, ist nicht gut für die Handgelenk, so auch nicht. Also hat man eine lockere Biegung und hat dann so. So, jetzt gehen wir letter Mieter essen. Kommt allemaal rein. Hallo. Ik ben Beatrix. Hallo. Ik woon zo die president. Lekker middagessen jetzt. Klaus is ook nog zit in die auto. Na die middagessen wonen we lekker even. Na die bitte so schnell als möglich das Areal zu verlassen. Ja, we gehen auch gleich wieder. Ja, nur even snel nach die Presse, einmal even snel winken. Hallo, Axel. Kijk maar die Falsche wieder, die jetzt da das Mittagessen einnimmt. Bin zo sauer. Ja, bij de koningin steht drei Fotografen. Guck eens maar. 1, 2, 3, 4 is de bewijs dat ik de richtige ben. Diese Unverfrorenheit, die bei all deinen Parodien und Persiflagen mit dabei war, ist die bei dir im Charakter angelegt oder wie geht's dir in diesen Situationen? Hast du da selber ein bisschen Angst, was passiert oder kannst du dann richtig reinfallen und das genießen? Also im Vorfeld hatte ich schon Angst, gerade bei dieser Nummer, weil ich mir dachte, wie weit werde ich kommen? Wahrscheinlich nicht weit. Während der Nummer hatte ich dann so gut wie gar keine Angst, habe tapfer durchgehalten. Da hat man auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob man Angst hat oder nicht. Und als dann wirklich dieser Balken da hochging und ich durchfahren durfte, war das schon sehr heikel. Kam dann zwischendurch mal der Gedanke, hoffentlich sitzen da keine GSG-9-Leute, die auf den Gedanken kommen, oh, da müsste man jetzt mal irgendwie auf den Abzug drücken. Danach hatte ich allerdings dann wieder Angst und habe gedacht, oh Gott, was hätte da alles passieren können? Bist du mutig? Bist du frech? Oder scheint das nur, wenn man auf den Komiker, auf den Entertainer blickt? Doch, ich bin schon mutig. Aber wenn man mutig ist, muss man sich, glaube ich, auch mal zusammenreißen. Mhm. Mut ist einem nicht so, dann wäre es Wagemut oder kühn. Und das bin ich nicht. Also Mut ist auch immer verbunden mit einer gewissen Vorsicht und Nachdenklichkeit. Aber mutig bin ich schon, ja. Auch das wahrscheinlich kommt von meinen beiden Großeltern, Großmüttern. Das Spiel mit Frauenkleidern ist auch was, was euch eint. Es gibt ja doch einige Figuren in deiner kabarettistischen Laufbahn, wo du Frauenkleider angezogen hast. Was tut das mit dir? Conchita macht's von Figur wegen. Was macht das mit mir? Mhm. Es macht mit mir, dass ich erlauben darf, einerseits so etwas Ähnliches wie eine weibliche Seite, die irgendwie in jedem von uns steckt, auch rauszulassen. Aber andererseits
auch all die Damen zu interpretieren, die ich im Laufe meines Lebens so kennengelernt habe. Das fängt an bei der ein oder anderen Tante, bei einer Redakteurin, bei einer Moderatorin, mit der ich mal zusammengesessen habe. Und da wird sehr viel aufgesammelt. Und dieses Sammelsurium kann ich dann in dieser Figur in die Welt geben, vor allem unzensiert, was man jetzt so als in Anführungszeichen normale Person nicht dürfte. Das genieße ich daran. Faszination für Frauenkleider gab es bei dir schon früh. Jetzt ist so die Zeit der Erstkommunion, der Konfirmation. Allerorts sieht man dann jetzt bald wieder Kinder in den Prinzessinnenkleidern, wenn sie nicht in der Kutte zur Erstkommunion gehen. Das war mein erstes Karnevalskostüm, ein Prinzessinnenkleid. Ich wollte, habe ich auch in dem Buch Der Junge muss an die frische Luft deutlich geschrieben. Ich war völlig begeistert. Und du warst damals traurig, dass du nicht ein weißes Kleid tragen durftest? Traurig ist ja nett ausgedrückt. Ich war stinksauer. Also ich weiß noch, meine beste Freundin Christine sitzt neben mir und hat dieses wunderschöne Kleid an. Und ich dachte mir, ich war wirklich, wirklich sauer, als ich sie gesehen hatte, weil ich mir dachte, warum darfst du das und ich nicht? Und da gibt es auch ein wahnsinnig entzückendes Bild, wo ich mit meiner Hand auf ihrem Kleid und alle anderen Kinder lauschen, gespannt, was da gesagt wird. Und ich dachte mir, ach, so schön. Sind Frauenkleider einfach schöner für dich? Ich würde das eigentlich gar nicht kategorisieren wollen, weil ich auch als Privatperson mich sehr, sehr intensiv mit Mode auseinandersetze und auch die Herrenmode sehr, sehr liebe. Für mein Bühnendasein und für die Art, wie ich mich sehen möchte auf der Bühne, war eine weibliche Figur für mich ganz klar. Und deswegen genieße ich es auch sehr, einfach beides haben zu können. Mhm. Ja. War es je eine Idee für dich, eine Frau sein zu wollen? Nein, nein, zu keinem Zeitpunkt. In meiner Fantasie natürlich, ist ja auch nach wie vor der Fall, aber am Ende des Tages bin ich doch sehr froh, ein Mann zu sein. Die Frage finde ich immer ein bisschen befremdlich. Die kriegt man dann natürlich gestellt in Conchitas Situation. Aber ich denke da manchmal, das wäre in etwa so, als würde man mich fragen wollen, wollen Sie Horst Schlemmer sein? Mhm. Weil das ist auch nichts anderes als eine Figur. Nein, ich will nicht Horst Schlemmer sein. Nein, wenn ich in Interviews Sätze lese, wie ich möchte mit den Corsagen alles wegdrücken, was ein Mann hat, dann stellt man sich als Hobbypsychologin, sage ich einmal, die Frage, vielleicht will sie gar kein Mann sein. Ist das eine ungerechte Frage? Es ist faszinierend, so überzeugend eine Frau darzustellen, wie Conchita das tut. Und das trotz des Bartes ist trotzdem extrem überzeugend. Mhm. Und vielen Dank. Und das meinte ich auch mit dem, wie viel man sich antut. Ich mache das ja wirklich auch, um wieder darauf zurückzukommen, mich dann auf Fotos zu sehen und mir zu denken, ja. Da hast du die Illusion wieder gut hinbekommen. Gut, ja. Also dieses Spiel mit Illusionen, mit Figuren, das euch eint. Du hast einen beruflichen Wandel in den letzten Jahren und Jahrzehnten vollzogen. Vom Entertainer, vom Komiker, vom Lustigen, zum dann durch natürlich den großen Erfolg mit Ich bin dann mal weg, zum ernsthafteren Autor, der du jetzt auch bist. Was kannst du wirklich? Also gar nichts, Barbara. Wo bist du im sogenannten Flow-Zustand, wo man wirklich erfüllt und glücklich ist? Ganz ehrlich, wenn ich schreibe, das war aber immer schon so. Also wo ich wirklich in meinem Flow-Zustand bin, ist tatsächlich, wenn ich schreibe. Ich habe das immer sehr geliebt auf der Bühne. Und da ging es mir auch ähnlich, wie Conchita das eingangs beschrieben hatte, so ging es mir oft bei Auftritten, dass ich das in Trance erlebt habe und eigentlich erst im Nachhinein durch die Videoausspielung gesehen habe, was ich da gemacht habe. Deswegen war ich da nicht so sehr mit mir im Flow, hatte ich manchmal den Eindruck. Also ich bin für mich wirklich eher im Flow, wenn ich schreibe. Mhm. Conchita, die berufliche Reise ist bei dir klar. Jetzt steht mal Song Contest am Programm. Aber davor noch, nämlich am 15. wird es das Album geben, ja. Conchita. Spät? Ja. Manche meinen zu spät. Du hast ja verdammt lang Zeit gelassen. Ich hatte zum einen unfassbar viele Einladungen und großartige Dinge, die ich erleben durfte. Und das wollte ich einfach erleben und nicht verabsäumen. Mhm. Zum anderen habe ich aber nur, weil ich in der Öffentlichkeit nicht Musik gemacht habe, mich natürlich intensiv damit auseinandergesetzt. Dieses Album wurde ja auch nicht in 2 Wochen irgendwie aus dem Boden gestampft, sondern das hat einfach so lange gedauert. Ich schreibe meine Songs nicht selbst. Und wenn man Demo-Versionen von einem Song bekommt, dann gefällt mir der im besten Fall, dann probiert man das aus. Und ganz, ganz oft ist es der Fall, dass mir dieses Lied einfach nicht steht. Somit
dann tatsächlich ein ganzes Album zu füllen, dauert. Das ist wirklich ein langer Prozess. Und wenn man sich dann für ein Lied entschieden hat, dann muss noch wahnsinnig viel daran gearbeitet werden, ob das Tonart, Tempo, Textpassagen, bis dieses Lied dann tatsächlich aus meinem Herzen tropft. Weil das muss es am Ende des Tages. Weil sonst kann ich als Interpretin diese Songs nicht so rüberbringen, wie ich das möchte. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Mich freut es immer wahnsinnig, dass alle mit so viel Ungeduld diese... Ja, wir leben in so einer schnellen Zeit. Jeder denkt sich, Pauli hat gewonnen. Ja. Eine Woche später muss die CD da sein. Entschleunigung. Mhm. Ist ja angesagt. Diese Nummer ist mit drauf. You are unstoppable. Die Fans sind gespannt, Habe. Conchita hat als Ziel schon vor einem Jahr den Grammy mal definiert. Das heißt, es soll die große Karriere, die es ja jetzt schon ist, möglichst auch die internationale Karriere sein. Du hast dich eher wieder ein bisschen zurückgezogen. Lebensqualität statt Karriere? Das widerspricht sich nicht. Mhm. Das kommt drauf an, was man will. Ich drück dir die Daumen und das wird alles klappen. Tatsächlich habe ich mich aber zurückgezogen, ja. Aber nicht, um mehr Lebensqualität zu haben, sondern für mich die Lebensqualität, die ich brauche, weil ich eben mit dem Schreiben und beim Schreiben so sehr im Flow bin. Deshalb mehr jetzt das. Mhm. Also es zieht mich nicht zurück auf die große Showbühne, auf die große Showtreppe und den großen Samstagabend. Mhm. Das habe ich gemacht, das hat viel Freude gemacht, mitunter auch sehr viel Stress und Ärger, den ich vergessen habe in der Zwischenzeit. Und so erinnere ich mich an die schönen Dinge einer 30-jährigen Karriere. Alle Fans hätten dich natürlich bei Wetten, dass gerne gesehen. Wie blickst du auf diese Entscheidung von dir, das nicht zu machen, zurück? Ich glaube, das war richtig. Das kann man so sagen jetzt. Ja, ich glaube, es war richtig. Die Sendung gibt es nicht mehr, leider. Ja. Conchita, Grammy ist immer noch das deklarierte Ziel? Ja, ich sage das auch immer noch sehr, sehr selbstbewusst. Ja. Und viele verstört das. Ich funktioniere so. Ich brauche dieses Ziel, ich brauche diesen Weg und ich gehe dahin. Und ich weiß nicht, ob ich jemals einen Grammy bekomme, aber ich bin davon überzeugt, dass ich am Weg dorthin so wahnsinnig schöne Dinge erleben und erfahren darf. Vielleicht ist am Ende des Tages das alles viel mehr wert als diese Blechbüchse. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich arbeite darauf hin und so funktioniere ich. Bei diesem Wahnsinnsjahr, das hinter dir liegt, gab es eigentlich einen besonderen Moment, ein Treffen, ein Ereignis, das du hervorheben kannst, weil du sagst, das war schon ganz was Besonderes. Ich kann da kein Ranking aufstellen, weil alles, was ich erlebt habe, einfach in dieser Situation so wahnsinnig überirdisch war. Rückblickend natürlich an, wie soll ich sagen, für mich Wertigkeit, was meine Werte betrifft, ist natürlich das Treffen mit Herrn Ban Ki-moon, der für mich einer der wichtigsten Menschen ist, wenn es um Menschenrechte geht. Und dass dieser Mann die Relevanz empfunden hat, mich zu treffen, konnte ich nicht wirklich verstehen. Doch, konnte ich schon verstehen. Und habe mich dann mit ihm getroffen und durfte dann auch eine Rede halten. Und habe aber mit ihm auch wirklich ein Vier-Augen-Gespräch geführt, was so herrlich unspektakulär war. Mhm. Er war ja auch Botschafter in Österreich. Und er meinte dann zu mir, dass sein Deutsch nicht wahnsinnig gut sei. Und er hat dann etwas auf Deutsch gesagt. Und das Einzige, was mir einfiel, war: Ja, Sie haben recht, das ist nicht wahnsinnig gut. Ich habe, was hast du gesagt? Aber ja, es war irgendwie so natürlich, dass das ging. Das ging. Ein anderes großes Treffen war mit Jean-Paul Gaultier, für den du gelaufen bist. Da wird es ein Wiedersehen beim Liveball jetzt geben am 16. Mai. Hast du seine Handynummer? Nein. 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 Ich deswegen, ich finde es immer sehr, sehr lustig, wenn Menschen sagen, und du bist jetzt so eine gute Freundin von Jean. Wir kennen uns und ich freue mich immer sehr, wenn ich ihn sehen darf, aber so, dass wir jetzt irgendwie WhatsApp hin und her schicken, das ist nicht der Fall. Mhm. Aber Mode als Plan B, also viele hätten in diesem Jahr eigentlich auch eine Modelinie von Conchita erwartet oder gesehen. Ist das ein Thema, sich auf diesem Sektor noch weiter auszubreiten? Ich habe nie einen Plan B.
Wenn ich denn einen Plan habe, dann ist das schon wirklich auch eine Ausnahme. Ich schließe gar nichts aus. Ich nehme die Frechheit heraus, einfach all das zu machen, worauf ich Lust habe und auch zu dem Zeitpunkt, worauf ich Lust habe. Und deswegen sage ich nicht nein, weil ich liebe Mode natürlich. Und wenn sich irgendetwas in diese Richtung ergibt oder für mich der Wunsch größer wird, mich auch mehr darauf zu konzentrieren, dann werde ich das machen. Aber momentan freue ich mich, dieses Album der Welt präsentieren zu dürfen. Und das werde ich auch tun nach dem Song Contest. Aber beim 60. Song Contest wirst du als Fan wahrscheinlich wieder bei einer Party oder privat mit dabei sein. Ja, natürlich. Und schauen, was passiert. Mhm. Ja? In Absolut. Deutschland ist ja schon Absonderliches passiert. Der eigentliche Sieger der Ausscheidung hat sich zurückgezogen. Ja, das war schon, das war sehr, sehr fragwürdig. Ja. Mhm. Schade, wenn man da gewinnt und dann aussteigt. Mhm. Beim Liveball in Wien warst du auch noch nie. Wir vermissen dich. Ich muss irgendwann mal hin. Ja, ich habe es jetzt immer wieder. Ich muss unbedingt mal nach Wien. Ich mache es jetzt irgendwann mal. Mhm. Sag, warum wurde der Song Contest eigentlich zur größten Gay-Veranstaltung der Welt? Also sozusagen zum höchsten Feiertag nach dem Christopher Day? Weil der Eurovision Song Contest einmal im Jahr all das ist, was man sonst im Fernsehen nicht hat. Opulent, bunt, schwülstig, von allem ein bisschen zu viel, zu bunt, zu laut, zu viel Chor. Da noch eine Geige hin, ach, lass uns noch eine Trompete drauf tun. Noch ein Ballettmädchen, zwei muskulöse Tänzer noch dazu. Also ein Tonabwechsel. Genau, Halbton und nach oben. Ja. Also, wenn das nicht gay ist, dann weiß ich es nicht. Also den österreichischen Beitrag, der Make-Make ist schon gehört? Habe ich schon gehört, der gefällt mir ganz gut. Ich denke schon, dass die irgendwo relativ weit vorne, Top 10 oder so, werden sie schon, glaube ich, landen. Conchita, wie, hast du schon alle Beiträge gehört? Nein, ich habe nicht alle gehört. Und im Nachhinein wird mir dann auch immer gesagt, ich werde natürlich ständig gefragt, was hältst du von unserem Beitrag und dann in all diversen Ländern. Und oft wird mir dann vom Journalisten oder von der Journalistin gesagt, gut, dass sie es nicht gehört haben, weil dann müssten sie jetzt irgendwie ehrlich sein. Aber unsere habe ich natürlich gehört und war ja auch live dabei, als sie gewonnen haben. Ich freue mich sehr, bin wahnsinnig stolz auf die, wenn ich das irgendwie so überheblich sagen darf, weil die live einfach unfassbar gut sind. Und darauf kommt es an. Also eine gute Nummer zu haben ist eines, aber man muss live überzeugen können und das tun sie. Und sie sind sehr attraktiv, was ihnen nicht schaden wird. Und deswegen sehe ich sie auch sehr weit vorne. Mein Tipp ist Italien. Italien? Interessiert jetzt niemanden, aber ich sag's mal. Ich hau's mal in die Runde. Schweden, nein, es wird Italien. Nächstes Jahr sehen wir uns in Rom oder Mailand. Ah ja, das wäre natürlich. Das wäre es natürlich, bevor ich euch verabschiede. Conchita, letzte Frage. Haben Sie eigentlich Kontakt zu Tom? Wie geht's ihm? Dem geht's ganz gut. Wie fühlt er sich? Wie viele Therapiestunden wird das ganze Erlebnis Song Contest in 20 Jahren für ihn brauchen? Der war doch gar nicht dabei. Da braucht er auch keine Therapiestunde. Ich denke nicht, dass der Therapiestunden braucht. Wir verpassen ihn ja wirklich ständig im Spiegel. Es ist schwierig, mit ihm zu sprechen. Ja. Nein, aber es ist alles in wahnsinnig großartiger Balance. Und ich liebe, liebe, liebe mein Leben. Dann mein Gott, was bist du für eine wundervolle Botschafterin dieses Landes. Ach Gott. Ich muss das jetzt einfach mal sagen. Dieses Land muss dir ein Denkmal bauen. Jetzt habe ich es vor der Oper oder vom ORF ist doch noch Platz. Da kommt in Österreich noch vorher einiges an Orden, an Titeln. Ich weiß, ja, ja. Professor Conchita Wurst, was da alles noch. Ich arbeite an dem, Conchita. In diesem Sinne, ja, gute nächste Wochen, ja, auf dass dieses Gefühl, das letztes Jahr du uns allen beschert hast, jetzt wieder abgerufen werden kann, wenn es darum geht, dass der Song Contest in Österreich, in Wien stattfindet. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Danke. Alles Gute euch beiden. Danke für dieses Zusammentreffen. Darf Sie einladen, meine Damen und Herren, nächste Woche wieder bei mir mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Burgschauspielerin Elisabeth Orth. Es wird der Physiker Werner Gruber ganz neu erschlankt da sein. Ich freue mich auf den Moderator und Landwirt Dieter Mohr, jetzt heißt er ja Max Mohr, und die Designerin Brigitte Just. Für heute auf Wiedersehen, gute Nacht.